Zuletzt bei Mario und Luigi Superstar Saga. Gemeinsam mit Bowsers Schergen konnten wir beim Niedlichkeitsstrandwettbewerb teilnehmen und durch äußerst skurrile Art und Weise und mit ein wenig Frust Wendy besiegen und damit zu unserer Truppe hinzufügen. Nun sind wir hier erstmal wieder durch und müssen nun mit Mario und Luigi gemeinsam am Lachstrand herausfinden, was los ist, warum die Sternbohne sich aufgespalten hat und wie wir sie wieder zusammensetzen können. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario und Luigi Superstar Saga. Urlaubsgrüße von der Isla oder Isla, hihi. Ich weiß, fresher Name. Aber hier sind wir tatsächlich jetzt mit Mario und Luigi unterwegs und ich kann jetzt endlich auf all eure Kommentare eingehen. Freunde, dadurch, dass wir jetzt auf die Weihnachtszeit zurattern und die Weihnachtszeit mit Hubi Charity und allem drum und dran einfach sehr stressig für mich sind, bin ich quasi ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gezwungen indirekt ein bisschen vorzuproduzieren und deswegen konnte ich auch nicht instant auf die Kommentare eingehen, die ihr mir unter die letzte Folge bezüglich der Schergensaga geschrieben habt. Wenn das hier die Isla Hihi im Kichermeer ist, sind wir dann das Gespött des Reichs? Nö, ist doch alles chillig hier. Also wie gesagt, ich habe alle eure Kommentare zur Stärken-Saga gelesen. Hauptpunkt, den ich mitgenommen habe, Grinden ist vom Spiel vorgesehen. Also das Spiel erwartet wohl ein bisschen von einem, dass man jedes Level zweimal spielt. Finde ich natürlich für ein Let's Play immer ein bisschen schwierig, euch permanent jedes Level zweimal zu zeigen. Da muss ich mir noch genau überlegen, wie ich das löse am intelligentesten. Aber das ist auf jeden Fall einer der Hauptpunkte, den ich mitgenommen habe. In der Schergensaga kommt man ums Grinden nicht drum herum. Also man muss einfach viele Level häufiger spielen, um auf ein passendes Level zu kommen. Ich auf dieser Insel große Stadt errichten. Dann ich werde in Stadt große weiße Bürgermeister. Jeder Mann braucht einen Traum. Ja, das sehe ich auch so. Ich hoffe, du schaffst das. Und ein weiterer Punkt, den ich mitgenommen habe aus den Kommentaren, ist auch, dass ich auf jeden Fall die Level ungefähr alle gleich halten muss. Jede Einheit wird früher oder später mal gebraucht. Und ich kann wohl auf dem Auswahlbildschirm für die einzelnen Kämpfe relativ speziell, sage ich mal, schon eine Info für die kommenden Gegner bekommen und mir dann auch genauere Infos besorgen, was gegen die effektiv ist und. Also ich kann mich wohl nochmal deutlich besser darauf vorbereiten, ne? Aber alles in allem, ich brauche einfach höhere Level, muss ein bisschen klüger meine Taktik machen. Ist ja wie gesagt auch alles neu und blind für mich, also es ist ja auch alles frisch für mich. Und dann versuche ich da quasi beim nächsten Mal, wenn wir da wieder sind, eine gute Figur zu machen. So, Freunde, so viel auf jeden Fall zur Schergensaga. Danke auf jeden Fall für eure Hinweise. Ich werde nicht alles umgesetzt bekommen, was ihr mir geschrieben habt, aber ich gebe mein Bestes, das, was ihr mir in die Kommentare schreibt, immer umzusetzen. Man muss auch wirklich sagen, es war in keiner Weise irgendwie salty oder Hübi, du bist so dumm, sondern es waren wirklich alles super konstruktiv, nett geschriebene Tipps und ich werde mein Bestes geben, die umzusetzen. Das habe ich auch in ganz vielen Projekten schon anders erlebt, dass Leute teilweise todessalty wurden, wenn ich nicht richtig perfekt gespielt habe oder was auch immer. War hier gar nicht der Fall. Wirklich vielen Dank hier für euren Support. Ja, doch, muss man so sagen. So, wir sind jetzt hier in irgendeinem Tempel. Ich sei ein wahrer Donnermeister oder wahrer Lügner. Okay. Und ich kann, mit Mario kann ich nicht hier durch, aber mit Luigi kann ich hier durch. Das ging drüben nämlich nicht, weil da war ein Metallstück auf dem Boden. Da konnte ich Luigi nicht in den Boden rammen. Ich kann aber hier lang. Ah, hier brauche ich aber schon die Donnerfähigkeit. Kriegt Luigi an der Stelle die Donnerfähigkeit? Hi. Du kannst uns nennen G-Kicher, aber nicht fragen nach Grund. I give my best. Brauche ich den Hammer? Ja, brauche ich. Okay, wir haben irgendeine Steintafel kaputt gemacht. Und dafür erscheint dieser Dude. Wer bist du denn? Du, der du dich zum Donnerpalast verirrt hast. Dies ist ein Ort der Übung für wenige Auserwählte. Weder weiß ich, wie du diesen Weg fandest, noch wie du Zugang erlangt hast. Doch bist du nicht erwünscht an diesem heiligen Ort und darum ziehe von dann. Bist du dir sicher, Bro?
Yo, Luigi! Ich mag diese ganzen Regenbogen-Shining-Effekte hier. Oh nein! Was bist du für ein Narr, dass du es wagst, den großen Donner zu berühren? Aber wenn du den Donner berühren kannst und nicht von seiner Macht vernichtet wirst. Warte mal. Hast du womöglich die Gabe der Donnerhand? Wohlan, so sei es denn. Ich werde dich in die Kunst der Donnerhand einweihen. Wähle über den Touchscreen oder mit Hilfe von L oder R die Donnerhand aus. Oh je. Halte erst B gedrückt, bis du genügend Energie gesammelt hast. Noch mehr, was ich über L und R auswählen kann. Und lass dann den Knopf los. Damit kannst du einen Sturm von Donner und Blitz entfachen. Nun versuche es. Okay. Zack. Bam. Oh yeah, Luigi hat die Donnerhand erlernt. Ja, ich doch safe auch im Kampf einsetzen, ne? Ja, ausgezeichnet. Setz diese Kraft mit Bedacht ein, wenn ein Gegenstand den Eindruck erweckt, er könnte Strom leiten. So lebendig habe ich mich lange nicht mehr gefühlt. Und er muss los. Alles klar, Freunde. Luigi hat soeben einfach Donnerschock gelernt. So, trotzdem würde ich auf dem Touchscreen lieber die Karte sehen, damit ich einfach einen besseren Überblick habe. Ja, freshe Sache an der Stelle. Bam! Und diese Kugeln sehen eindeutig so aus, als ob sie diese Kraft gebrauchen können, ne? Wir werden einfach auf irgendeine Insel gehietet. Auf dieser Insel stehen einfach irgendwelche random Tempel. Und all diese random Tempel, und in diesen random Tempeln kriegt man einfach irgendwelche abstrusen Fähigkeiten. Das ist Mario und Luigi Logic. Warte mal. Kann ich hier was machen? Kann ich das thundern? Nee, kann ich nicht. Das ist einfach nur ein Gesicht, so, was mir wahrscheinlich zeigen soll. Ja, an der Stelle kannst du den Thunder verwenden, ne? So, aber dann laufe ich jetzt an der Stelle nochmal kurz auf die andere Seite, weil da ist dann mit Sicherheit die Fähigkeit für Mario, weil da war ja auch ein Tempel, den wir bisher, sag ich mal, ja, ziemlich ignoriert haben. Beziehungsweise, wo ich am Anfang noch ein bisschen über die Schergensaga gelabert habe, aber ich bin mir relativ sicher, Freunde, dass hier Mario die Feuerfähigkeit bekommt, ne? Passt ja auch. Mario war ja schon immer so der Feuerball-Dude. War ja immer für die heißen Elemente zu haben. Ja, wobei, wenn man sich seine Items überlegt, Mario hat circa alles schon gemacht in seiner Karriere. So, dann bitte einmal Mario plätten. Und bam, rein hier. So. Und auch hier können wir was tun. Kann ich mich irgendwie groß machen? Habe ich irgendeine Chance? Nee. Okay. Trotzdem kann ich auch hier die Tafel kaputt machen. Die Glühbirne flackert wieder. Ah, und ich werde sogar groß gemacht. Okay, der sieht auch cool aus. Das ist so quasi Tag und Nacht, ne? Das ist jetzt gerade die Sonne und vorhin war das der Mondcharakter. Willkommen im Feuerpalast. Hereinspaziert. Ich habe schon lange auf dich gewartet. Gewartet und gewartet. Du hast mich warten lassen. Den letzten Besuch empfing ich vor mindestens 3000 Jahren. Mir war so langweilig, aber genug davon. Also, was ist dein Begehr? Mario, so Bruder, wer bist du? Wie bitte? Du hier? Ja, hier. Du weißt schon. Hier. Nanu, was macht man hier eigentlich nochmal? Was wollte ich noch tun? Und überhaupt, wo sind wir hier und wer bin ich? Na, wenn man 3000 Jahre lang keine Gäste empfängt, ja, dann ist es wohl okay, wenn man so einiges vergisst. Tu dich keinen Zwang an und fühl dich wie zu Hause. Alles klar, Meister. Dann holen wir uns doch mal die Power hier. Ich find's so geil, wie immer dieses Glühbirnengeräusch kommt. Oh yeah. Auch der coole Rainbow-Effekt. Für Mario. Oh, jetzt dämmert's mir. Das hier ist die Halle der Flammen, in der man die Macht der Hand erlernen kann. Die Macht der Hand. Ich hab dich erwartet. Dich interessiert die Macht der Hand, ja? Du möchtest, dass ich die Fertigkeit der Feuerhand lehre, habe ich recht? Oder? Stimmt doch, oder nicht? Das erkenne ich an deiner Haltung. Du musst gar nichts sagen. Ich werde dich in die Kunst der Feuerhand einweihen. Wähle über den Touchscreen die Feuerhand aus, halte A gedrückt und lass dann den Knopf los. Damit lässt du einen Feuerball los. Versuche es. Alles klar. Bin dabei. Feuer! Bam! Oh yeah, Mario hat die Feuerhand erlernt.
Klappt doch schon ganz gut. Diese Fertigkeit erlaubt es dir, Entflammbares in deine Nähe zu entzünden. Probier es. Ah, dir werden sich völlig neue Möglichkeiten erschließen. Und nun, hau rein. Ja, ne, so einfach geht's. Zufälligerweise stehen hier einfach zwei Tempel und beide haben die Zugänge genau so gebaut, dass jeweils einer der beiden Brüder hier reinkommt. Großartig, was man hier teilweise einfach für Zufälle hat. Sehr schön. Also, mit Mario können wir Zwackeln entzünden und mit Luigi können wir Strom erzeugen. Das sind zwei, ich würde sagen, recht sinnvolle Fähigkeiten. So. Die Frage ist nur, wofür brauchen wir das überhaupt? Also, warum lernen wir das alles? Ich meine, ich nehme die Fähigkeit gerne mit und mir wird unten immer die Karte weggejätet, was mir auf den Sack geht. Ich will doch einen Überblick haben, was hier los ist. So. Aber wie kann ich jetzt diese Fähigkeiten dazu verwenden, weiterzukommen? Ich speichere mal. Da muss ich nämlich, sollte irgendwas passieren, diese ganzen Dialoge nicht nochmal durchleben. Und ich bin ganz froh, wenn ich mir das Textboxen wegdrücke, ne? Ersparen kann. Warte mal, hier ist auch noch so ein Tempel. Hier, Freunde. I see. Hier wird die Fähigkeit gebraucht. Hier einmal so. Und da einmal Strom. Oh, eine goldene Röhre. Hallo. Sexy, sexy. Würdet ihr auch reingehen? Wo bringt mich das hin? Halte A und B gedrückt und drücke dann das nach oben. Okay. Aber warum? Bin doch gerade hier reingedüst. Warum will ich jetzt wieder raus? Oder ist das ein Weg, den ich noch nicht gehen kann? Warte mal. Kann ich hier irgendwas tun? Ach nee, es geht noch weiter runter. LOL! Wir sind einfach eiskalt unter Wasser. What the hell? Okay, das kommt äußerst unerwartet. Und unter Wasser will Luigi jetzt Strom leiten? Und Mario macht unter Wasser Feuer an. Die hätten sich auch zum Präsentieren der Feuer- und Stromfähigkeiten keinen besseren Ort überlegen können als eine Unterwasser-Area. Aber theoretisch kann ich hier überall hochschwimmen, ne? Das ist halt schon krass. Oh, lol! Wo kommt denn der Enemy jetzt auf einmal her? Wer bist du? Das sind einfach Unterwasser-Goombas! Okay, warte mal. Und wir haben jetzt die Handfähigkeit, ja? Ich probiere es jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Drücke A, wenn der Angriff vollständig aufgeladen ist. Okay, das ist ziemlich idiotensicher, muss ich zugeben. Oh, shit. Okay, da muss ich früher drücken. Nein! Oh, okay, alles klar. I do my best. So, mit Luigi probiere ich es jetzt auch einmal. Aber haben wir schon Brüderattacken für die? Für die Hände? Müssen wir jetzt gleich mal schauen. So, der schwimmt los. So, okay. Woran erkenne ich, wen er angreift? Okay, ich glaube, der geht auf Mario, weil er... Lol. Okay, weil er es nach oben geguckt hat, aber wir haben ein bisschen Glück. So, dann gehen wir jetzt mal dich weg. Also, exzellent ist halt übelst idiotensicher. So. Jawollo. Oh, die sind anfällig gegen Hämmer. Nein, aber immer zu früh. Aber das Geile ist, Marios Hose blockt einfach alles. Da haben sich ein paar Leute aufgeregt, ne? Hübi, deine Hose von Mario ist zu strong. Zieh die doch aus, das Let's Play ist dadurch scheiße geworden. Sorry Leute, tut mir leid, dass ich Items verwende, die im Spiel sind. Da bin ich ziemlich schmerzfrei. Ich spiele die Spiele so, wie ich sie auch privat spielen würde. Und privat würde ich mich freuen. Ordensschwimmschuppe. Da bin ich aber mal sehr gespannt. Und wie gesagt, wenn mir das Spiel diese Items zur Verfügung stellt, dann werde ich sie nicht absichtlich nicht verwenden, um mich bewusst schlechter zu machen. So, das ist der Punkt. Ich finde, der Spaß in einem Spiel kommt daraus, das Beste zu machen und sich nicht durch bewusst schlechtes Spielen eine Challenge selber zu machen. Also, I don't know. Gerade bei so einem Blind-Spiel. So, jetzt muss ich aber hier sehr aufpassen, dass ich hier nichts verpasse, ja. So, weil ich kann jetzt theoretisch überall hindüsen. Lol, wie diese Goombas hier mal runtergerettet kommen. Das heißt, ich muss es hier auch ordentlich aufpassen, dass ich nichts vergesse. Aha. Hier ist überall Boden, aber ich kann hier nichts tun. Und wenn ich auf die Karte schaue, habe ich sonst alle Inseln, glaube ich, abgeklappert. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, düsen wir weiter. Ey, sehr interessant. Wirklich, wirklich sehr interessant. So, ich vermute, hier brauche ich Strom.
Oder, Luigi? Und zack, alle tot. Aber das. Wir reden mal nicht drüber, dass wir Strom und Feuer unter Wasser machen. Und damit geht das hier auf. Cool, cool, cool. So, auch hier mal Augen offen halten nach Kreuzen auf dem Boden. Weil, wie gesagt, wir können theoretisch von Anfang an überall hin. Boah, sehr viele Enemies. Entsprechend müssen wir aufpassen. So, hier ist eine verschlossene Tür. Hier geht's nach oben lang. Hier würde ich theoretisch auch rüberkommen. Was steht hier? Umleitung zur Lachlagune nach unten. Mhm. Lachlagune ist, glaube ich, da, wo wir die... Warte mal, was geht hier ab? Kann ich da mit Mario rein? Kann ich da mit Mario rein, wenn ich ihn platt mache? Lachlagune ist da, wo wir... Nee, kann ich nicht. Das sieht aus wie ein Eingang, lol. Wo wir mit den Schergen gespielt haben. Oh shit, okay. Warum ist das alles hier, wenn ich da nichts machen kann? Das ist so. Kann ich die mit dem Hammer erwischen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die mit dem Hammer erwischen kann. Ich meine, die fliegen. So, dann werde ich die nicht mit dem Hammer angreifen können. So, das ist der Punkt. Ganz simple Logik. Sehr gut. Aber halt, wenn wir mit Hammer kontern, kriegen wir halt auch einen Autsch. Ich denke, deswegen haben die auch eine Schwäche für Hammer. Weil die eigentlich von Hämmern gar nicht erwischt werden können. So, ich glaube, das ist der Punkt. So, ich schaue jetzt gleich mal nach, ob wir hier schon die Brüderattacken haben. Nein, okay, noch keine Brüderattacken für die Hände. Vielleicht gibt es auch gar keine, aber ich denke nicht. Ich vermute einfach mal, die bekommen wir noch. Und jetzt nochmal ein gescheiter Konter. Sehr schön. Boah, ich mag das, wenn man am Anfang immer scheitert. 170 Erfahrungspunkte ist aber, by the way, sehr gut. Wir könnten ja uns easy das ein oder andere Level mitnehmen. Ich mag es, wenn man am Anfang immer Konter verkackt, dann lernt und dann immer besser wird. Ich mag das. Aber wie gesagt, ich kann euch nicht erklären, warum hier was... Ich meine, schau mal, das sieht doch super verdächtig aus, oder? Oder sehe nur ich das so? Kann ich das vielleicht verbrennen? Oder wegbritzeln? Da ist doch was hinter diesem Seestern. Oder? Warum sieht das so aus, als ob ich da was tun kann? Aber ich weiß es nicht, Guys. Ich werde aktuell noch nicht schlau hier raus. Ich habe zwei Wege. Ich kann einmal hier nach links und ich kann einmal nach oben laufen. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. So. Ich suche weiterhin alles nach Kreuzen auf dem Boden ab. Da unten wäre auch noch ein Weg. So. Die Karte hilft mir gerade extrem. Aber hier scheinen überall keine Kreuze auf dem Boden zu sein. Warum ist hier ein Speicherpunkt? Das ist... eine sehr skurrile Gegend hier. Super viel Fläche, auf der quasi nichts ist. Das macht mir Angst. So, wir düsen mal hier lang, Freunde. Hier ist ja eine goldene... What? Hier geht schon ja nach oben? Okay, warte mal. Wo führt mich das hin? Wo komme ich jetzt raus? Jetzt bin ich gespannt. Oh, das war die Story. Hier geht's... Aber da muss ich nochmal zurück. Währenddessen an der Grenze, Freunde. Alter Krankfried. Miller, ist dir ja recht? Jeder wäre mir recht, nur mach schnell. Oh, lol. Bowser ist down und Luke Millers Geist schnappt sich Bowsers Körper. Oh mein Gott. Holy shit. Was eine kranke Animation. Das sah richtig fresh aus. Aber, ja, wir sind wieder back, Freunde. Wir können jetzt hier irgendwas tun. Ich weiß nicht, was wir hier tun können, aber wir können hier was tun. Aber bevor wir hier was tun... Sorry, gehen wir jetzt nochmal runter. Das wirkt alles äußerst skurril hier. Hier sind zwei Räume nebeneinander und in beiden Räumen sind Speicherblöcke. Was schon mal sehr skurril ist. Und hier sind, wie gesagt, noch Wege, die ich noch gar nicht abgecheckt habe. Oder soll es hier gar nicht für mich weitergehen? Kann ich dich irgendwie verbrennen? Nee. Okay, aber warte mal. Das ist noch habe ich Wege, die ich hier gehen kann. Aber vielleicht ist das eine Area, die ich einfach erst viel, viel später erkunden soll. So, hier komme ich auf jeden Fall noch weiter. Und da kann ich auch hämmern. Aber hier brauche ich einen Code. 1, 4, 3, 5, 2. Okay, das kriegen wir doch hin. Moment.
Eins. Vier. Drei. Fünf, zwei. So. Was bringt uns das? Das macht die Abkürzung da unten auf. Ja, aber das ist jetzt... Das ist jetzt nichts Besonderes. So. Okay, ich meine, ich kriege... Oh, okay, Mucke. By the way, wir haben noch die Brosche bekommen, die wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Einen Moment, Freunde. Hier. Wo ist sie denn? Da, Bowser-Zubi-Brosche. Ah, ach so. Okay, die hört nur die Verteidigung sehr. Aber ich mag... Nee, fühle ich nicht so. Und die Schwimmschuppe macht Leichtkraft leichter. Ich würde viele KP auf Luigi verlieren. Dafür aber die Verteidigung. Naja, ich kriege quasi 26 Werte dazu und 20 Werte abgezogen. Also mache ich 6 plus. Doch, dann geben wir ihm die Bowser-Zubi-Schuppe. Damit bin ich, glaube ich, cool. Ich glaube, das ist ein gutes Geschäft. Das ist ja im ersten Moment sehr erschreckend. Von der Maximalanzahl KP erstmal runterzugehen, weil man sich denkt, Alter, so scheiße, dadurch bin ich einfach viel, viel verletzlicher. Auf der anderen Seite, durch die extrem erhöhte Verteidigung, kriegen wir natürlich auch viel weniger Damage. So, das ist der Punkt. Aber ich glaube, wir sind jetzt wirklich durch. Warte mal, lass mich nochmal die Karte hier abchecken. Doch, wir haben tatsächlich so gut wie alles hier gesehen. Ich glaube, es soll hier unten einfach noch nicht für mich weitergehen. Ich vermute einfach mal sehr stark, dass wir irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hierher zurückkommen. Und dann wird es hier für mich weitergehen. Weil, oh shit, das war nichts. Weil ansonsten habe ich jetzt hier legit alles angeguckt. Alles klar, Freunde. Aber immerhin haben wir noch das Musiktape mitgenommen. Kann nicht schaden. Alles quasi mal einen Schritt näher zu den 100%. Und dann genießen wir einfach diese ganz kurze Unterwasserpassage. Und freuen uns schon mal drauf, wenn wir wieder hierher zurückkommen. Okay, dann dürfen wir uns jetzt aber wieder an Land umgucken. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Da haben wir jetzt gerade einfach mehr Fähigkeiten. Und wer Zelle bist du? Und das sind Steine. Kann ich den kaputt hauen? Nee, kann ich noch nicht. Bohnenlandküste, Surferparadies. Okay, ich setze mir hier einfach mal eine Markierung. Na, damit ich einfach weiß, dass ich hier noch lang muss. Dass hier auf jeden Fall etwas ist, was ich bis dato noch nicht gesehen habe. Ah, zum Gruß. Ich habe euch lange gesucht. Man hört, ihr seid in Schwierigkeiten. Wir wurden gegietet. Von der Bohne. Genau, die Sternbohne ist in vier Teile zersplittert. Die Teile liegen verstreut über das ganze Land. Was? Ihr helft mir, die Fragmente der Sternbohne zu suchen? Natürlich würde mich das sehr freuen. Doch lieber wäre es mir, ihr beiden würdet euch geschwind zum Flughafen Bohnenland aufmachen. Was? Ihr müsst wissen, die liebliche Prinzessin Peach beehrt unser bohnenreiches Land. What? Warum? Der Besuch ihrer Lieblichkeit, der süßen Prinzessin, ist für unser Land von extrem hoher Bedeutung. Deshalb seid ihr gebeten, als Ehrengarde am Empfang für Prinzessin Peach teilzunehmen. Begebt euch also sofort zum Flughafen. Übrigens, den Flughafen findet ihr südlich von Bohnenburg. Auch ich begebe mich dorthin. Natürlich. Wir treffen uns, sobald ihr kommt. What? Die Prinzessin kommt mit dieser eskalierenden Bombenstimme? Why? Was macht die da? Also, fängt die an, ihre Stimme zu suchen, oder was? Ah, shit, stimmt. Der jietet ja nur. Shit, okay. Jetzt hat Luigi Hardcore kassiert und zwar doppelt. Ich muss jetzt noch ganz schnell die Bob-Oms wegmachen, die einfach Level 23 sind, verdammt. Aber ich kann die ausmachen. Ich kann die ausmachen durchs Draufhüpfen. Okay, das ist sehr gut. So, die haben sich jetzt wieder frisch entzündet. Nein! Oh, wie er mich immer auf den Boden geht und jetzt auch noch doppelt schlägt. Okay, das hat besser geklappt. Okay, Luigi. Du kriegst jetzt hier erstmal einen Superpilz. Du wirst mir nicht abnippeln. Auf welchem Level sind die? Und auf welchem Level bin ich eigentlich? Ich habe komplett den Überblick verloren. Wir machen jetzt mal hier Hobbs-Brüder. Da können wir nämlich mehrere Gegner gleichzeitig treffen, ne? Sehr gut. Beide Bob-Oms rausgenommen. Sehr wichtig, sehr wichtig. Weil ich nicht weiß, was passiert wäre. Ja.
wenn die Bob-Ombs explodiert wären. Also wie viel Damage das gemacht hätte. Ja. Sehr gut. Nochmal? Ja, gar kein Problem. Waren das nicht die Gegner? Doch. Die viel zu overlevelt waren. Die haben wir schon mal irgendwo gesehen. Und dann haben wir gegen die gebattelt. Und ich habe es irgendwie so 5-mal probiert. Und ich habe immer auf die Fresse bekommen. Ich erinnere mich ganz genau, ihr Säue. So, aber jetzt bin ich stärker. Und jetzt schaffen wir es auch, euch zu besiegen. So. Zack. Die haben zwar immer noch sehr viele Leben, aber das dürfte ordentlich Erfahrungspunkte geben, wenn wir es schaffen, die beiden Kollegen rauszunehmen. Wir sind Level 26. Ja, der Dude ist raus. Wir kriegen einen Super-Sirup. Und der hat doch vorhin auch... Hat der nicht die tolle Brüderattacke gefressen? Nee, scheinbar nicht. Der hat auf jeden Fall noch mehr Leben. Aber ich mag's, wenn sie hüpfen. Weil wenn sie hüpfen, können wir ihnen nämlich auf die Fresse geben. So. Geil. Und das dürfte doch jetzt mies Erfahrungspunkte geben, oder? Die sind deutlich über unserem Level. 100 zu... Ey, dieses Erfahrungspunktesystem ergibt keinen Sinn. Ein paar Blooper unter Wasser, die viel leichter besiegt waren, haben viel mehr Erfahrungspunkte gegeben. Nach welchem Prinzip ist das bemessen? Das macht legit gar keinen Sinn. Der Herr? Oh Gott, die sind alle entzündet. Das ist nicht gut. Was passiert, wenn ich die... Die explodieren, ne, bestimmt. Ich hüpfe einfach mal drauf. Wenn ich die jetzt mit der Feuerhand angegriffen hätte, wären die safe explodiert. So, und du machst einfach wieder, hier Schlagbrüder plus. Ne, nicht Hopsbrüder plus. Und damit treffen wir wieder mehrere. Sehr gut. Aber der hintere wird jetzt hochgehen. Ja, aber so kann ich die abwehren. Ich verstehe. Eigentlich sollte ich mit Mario eher die Brüderattacken machen. Weil, der Kollege, viel mehr Brüderpunkte quasi wiederherstellt. Also mit dem können wir quasi immer mit einer Brüderattacke angreifen, die 5 BP kostet, weil wir eh 5 BP pro Runde bekommen, was ziemlich fresh ist. Aber jetzt mal ohne Spaß. Dieses Erfahrungssystem ergibt doch keinen Sinn. Also, wenn es einen gibt, erklärt ihn mir bitte. Aber warum 4 Gegner, die massiv über unserem Level sind, weniger Erfahrungspunkte geben, als Gegner, die auf unserem Level... Das ist ja absolut sinnvoll. Okay. Eine 4. Oh, 1er. Gar kein Bock. Okay, auch ganz normal 1 bis 4. 1 bis 4. 2, 3, 4. Nein! Oh, ich dachte, komm, eine 4. Okay. Nur eine 3, ätzend. Aber Angriff erhöhen, immer eine feine Sache. Das mag ich. So, sollen wir Luigi mal wieder ein paar KP geben? Nee, okay. Ich dachte, weil wir den Ausrüstungsgegenstand bei ihm gewechselt haben. 1 bis 4 bei BP. Ganz miese Angriffswerte. Okay, 2 bis 4 auf Verteidigung. Oh mein Gott, mit seinem Ausrüstungsgegenstand. Er ist einfach der Verteidigungsboss. 131 Verteidigung, ja moin. So, aber was geht hier ab? Ah, hier ist eine grüne Röhre. Okay. Aha! Cool! Eine neue Schnellreiseröhre. Doch, damit bin ich cool, die nehme ich gerne mit. Aber eigentlich bin ich hier hochgedüst. Damit, what? Komm ich da nicht ran? Oh doch, um an diese Boni hier ranzukommen. Das ist der eigentliche Grund, warum ich das Ganze hier erkundet habe. Okay. Also wir müssen jetzt nach Bohnenburg. Zum Flughafen, welcher südlich von Bohnenburg ist. Um da die Prinzessin zu empfangen. Das kann eigentlich nur schief gehen. Oh, hier sind Paracoopers. Hi. Schön, mal auch was von euch mitzubekommen. Und dann kann ich das nach oben fahren, okay. Wow, ich habe ihn sogar in der Luft getroffen. Mild, ich wollte es einfach mal probieren, ob man den sich so aus der Luft snacken kann. Ja, die kriegen auch alle hier schön, ouch. Ich glaube, der geht auf Mario, ne? Ja, aber die zeigen mit ihrer Hand immer, wen sie angreifen. So, okay. Ah, der Heiler, bestimmt, das waren diese Heiler. Ah, ekelhaft. Ekelhaft! Okay, der greift Luigi an, glaube ich. So, aber trotzdem können wir ihm ein bisschen auf die Fresse geben. So, haben hier die Paarattacke, kostet sogar 4 BP nur. Damit können wir echt ordentlich Plus machen, Freunde. Ganz ehrlich. Also mit Mario können wir jetzt quasi theoretisch immer mit einer Brüderattacke angreifen. Damn, die leben einfach noch. Ah, aber jetzt hat der mir mal seine Flügel verloren. Was, der ist nur Level 11? Aber warum hält der so viel aus? Das gibt... Ich bin sehr verwirrt gerade, Freunde. Das war viel zu früh. Das war viel zu früh. Ich dachte, die wirken irgendwie so, als ob die viel schneller angreifen. Ich bin wirklich confused. So. Okay, dann gieten wir dich auch mal weg. Aber der ist jetzt Level 24.
Warum ist der denn Level 24 und der untere war 11? Oder war ich zu blöd? Oder war der wirklich Level 11? Geist, ich verliere langsam den Glauben in dieses Spiel. Was ist hier los? Es wirkt irgendwie so random. Ich bin so ein Mensch, ich versuche mal Muster und Systeme und sowas zu erkennen. Aber ich erkenne gerade gar nichts. Aber egal. Nee. Die sind... Wenn die zu Boden fallen, sind die Level 11. Okay, sobald die... 69 Schaden. Sobald die ihre Flügel verlieren, verlieren die auch Level. Okay, alles klar. Ja, aber die... Also, 3 Level 24 gegen eine 66 EP. Lohnt sich circa gar nicht, gegen die zu kämpfen. Da oben sind Dinge. Wartet mal. Keine Ahnung, wie ich dahin komme. Aber, ich werde es mir mal markieren auf der Karte. Alles, was wir markiert bekommen, markieren wir auch. So, komme ich da rüber von hier? Ne, das ist noch zu hoch. Muss ich dann wahrscheinlich hier hoch? Und dann von hier darüber fliegen, oder? Genau. Sehr schön, das ist ganz Speicherblock. Ah, das ist auch ein dicker Cooper. Ja, von denen haben wir schon einige gesehen jetzt. Ich glaube, das ist der dritte, den wir jetzt gefunden haben. Ganz wichtig, dass wir uns den markieren. Ich weiß noch nicht, warum die uns den Weg versperren. Aber wir werden mit Sicherheit irgendwann mal eine Fähigkeit bekommen, um an denen vorbeizukommen. Ansonsten würden wir nicht so auf so viele von denen treffen. Die sollen uns einfach aktuell den Weg noch ein bisschen blockieren. So. Ah, aber schaut mal, Freunde. Da komme ich, glaube ich, jetzt direkt zu dieser Bohne. Und den Lakito nehme ich raus, weil der hätte uns 100 pro mit Stachis beworfen. Das ist ganz klar. Also, und den nehme ich jetzt auch direkt raus. Der ist auch nur Level 13. So, kannst direkt einen Abflug machen, Kollege. Super Pilz. Schmeckt. Und dann machst du auch einen Abflug. Easy. Oh Mann, die greifen schneller an als gedacht. Aber es ist Mario der Boss, der die Hose anhat, die ich nicht kapiere. Geil. Das sind aber auch 55, ne? Und die waren viele, viele Level unter den... Wir reden nicht mehr über die Level und Erfahrungspunkte. Wir merken uns einfach, welche Gegner gut Erfahrungspunkte bringen. Theoretisch, wenn ich Level farmen wollen würde, würde ich aktuell definitiv einfach unter Wasser gegen ganz viele Blooper kämpfen. Da würden wir sehr schnell gut Level machen. Aber ich will jetzt ja auch nicht mich irgendwie bewusst overleveln oder so. Das ist ja jetzt auch nicht ganz Sinn der Sache. Aber wenn man jetzt irgendwie im Levelrückstand wäre, wäre, glaube ich, gegen diese Blooper unter Wasser kämpfen mit Abstand die effektivste Methode, hier quasi voranzuschreiten. Und wir haben hier so viele unterschiedliche Möglichkeiten jetzt, wo wir lang gehen können. Ich bin wirklich schockiert. So. Kann ich hier diese Pflanzen wachsen lassen? Nee, noch nicht, oder? Und wenn ich so schieße, ich habe ja auch so... Was ist B? Ah, doch, wenn ich B drücke, was auch immer B drücken ist, dann wachsen die. Lol. Mario hat gerade einfach eine neue Möglichkeit herausgefunden, ne? Wie er Wasser sprayen kann. Ist das die Gießkannen-Variante? Oder was passiert hier? Aber ich lasse es jetzt hier alles schön wachsen. Was ist das hier für ein Ort? Tja, als ich jung war, hatte ich nur Blödsinn im Kopf. Wenn mein Kumpel Wasser im Mund hatte, habe ich ihn immer von hinten gekitzelt und er konnte sein Lachen nicht mehr unterdrücken, hat alles ausgespuckt. Jetzt finde ich das ziemlich trivial, aber als ich jung war, fanden wir das alle irre witzig. Ja, ich habe es gerade auch schon rausgefunden, dass es eigentlich eine frische Sache ist, Blumen zu gießen, ne? Und da können wir jetzt bestimmt irgendwie einfach richtig schön viele Plattformen aufbauen, ne? Um hier uns hoffentlich irgendeinen coolen Weg zu ermöglichen. Was auch immer es am Ende des Tages wird. Aber auf der Karte sehe ich auch, dass es eine große Sackgasse ist. Also ich glaube, das hier ist einfach nur eine große Bonus-Area. Zweimal noch. Aber ich finde es lustig, wie man hier teilweise immer neue Fähigkeiten bekommt, ohne wirklich darüber informiert zu werden. Ich meine, das ist... Mir könnte man sich darüber beschweren. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch cool, ne? Man muss halt immer dein Inventar im Auge behalten und immer wieder schauen, okay, habe ich da was Neues? Ich meine, es war auch gerade eher Zufall, dass ich es gesehen habe. Ich weiß gar nicht, das bekommt man wahrscheinlich, sobald man diesen Kartenabschnitt betritt. Kriegt man die Fähigkeit wahrscheinlich quasi einfach geschenkt sozusagen. So. What? Jetzt ergibt es ja meiner Meinung nach wenig Sinn, dass die anderen Arten Wasser zu sprayen, die Pflanzen hier nicht wachsen lassen. Aber das ist jetzt halt die Gießkannenfunktion. So, das ist jetzt halt so. So. Jetzt ist alles gewachsen. Sehr schön. Gut, dann müssen wir jetzt, glaube ich, einfach nur noch hier irgendwie von A nach B reisen, oder? Kann ich irgendwo reisen?
Oder kann ich mit so einem hohen Sprung auf die drauf? Ja, kann ich. Okay. Und hier scheint es jetzt wahrscheinlich einfach sehr viele Bohnen und sowas zu geben. Und wer bist du denn, Meister? Oh, what? Okay, da komme ich so noch nicht hoch. Aber so komme ich hoch, oder? Ja. Glückwunsch. Wer zu mir kommt, der erhält von mir ein kleines Souvenir. What? Konto plus? Alles klar. Man kriegt ja einfach was geschenkt. Das erhöht wahrscheinlich die Stärke unserer Konterattacken, würde ich sagen. Konter plus, Angriff 2, aber BP minus 10. Verstärkt Konter bei Verteidigung. Ist cool. Aber meine aktuellen Orden sind besser. Meine aktuellen Orden sind einfach besser. I'm sorry, man. Aber trotzdem sehr lieb, dass du uns hier supporten willst. Weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Trotzdem bin ich aktuell schon ganz gut ausgerüstet. Ich bin sehr happy. Ich bin sehr happy aktuell mit meinem Loadout. So, ja, jede einzelne Blume bringt uns hier sozusagen zu quasi einem besonderen, zu einem besonderen Dude. Zack. Dann nehmen wir dich mit. Aha. Deine Musikkassette. Und du hast einfach legit nichts, ne? Oder ist hier vielleicht ein unsichtbarer Block, den ich nicht sehe? Nee. Die ist einfach nur da, um schön auszusehen. Aber damit bin ich cool. Gut. Dann hätten wir die Bonus-Area auch gefunden und abgecheckt. Und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir weiter zusammen Mario und Luigi Superstar Saga inklusive des Bowser's Shining Addons spielen. Danke fürs dabei sein. Ganz großes Danke an Seren Komora, Lord Ryuma und Shorty, welche diesen Kanal hier unfassbar unterstützen. Danke euch, Mann.